ist schon vorbei. Ja, schön gerockt hast du, Typ, dessen Namen ich nicht kenne. Servus Leute, willkommen zurück zu Deponia mit mir logischerweise, weil ich das ja auch hochlade und bearbeite und renne und hast dich gesehen. Und Osoma. Hallo. Ja, wir sind immer noch hier im Haus des Männchens, dessen Typ hier er ist. Dessen Typ hier er ist. Oh Gott, was war denn das jetzt gerade für ein Satz? Das war auf jeden Fall nicht deutsch. Gut. Im ersten Part habe ich mich umgeguckt und habe nichts gefunden. Und Osoma, sollte ich vielleicht noch erwähnen, Osoma wird so eine Art Joker sein, dass wenn ich total auf dem Schlauch stehe und überhaupt nicht mehr weiterkomme, dann wird er so einen random Kommentar reinwerfen, wenn ich danach frage, wie es dann wohl weitergehen soll. Mauseloch. Eine Socke ins Mauseloch stopfen. Die riecht zwar nach Käse, ich bezweifle trotzdem, dass sie sich als Köder eignet. Schade. Hätte ja klappen können. Ich finde den Spruch ja schön. Das riecht zwar nach Käse, aber ich bezweifle Nur weil trotzdem, dass Toni ich mich jetzt aus dem Köder eigne. Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Ich wollte eigentlich die Maus rausbrennen. Nimm. Ich habe einen Gegenstand im Inventar. Toll. Hier gibt es nichts mehr zu fangen, die Maus, was nicht heilt. Seitenschneider hat die Maus ein Stück gehackt, aber die ist ja gar Was will nicht ich mehr der Maus da. dann doch nicht antun? Die Maus ist gar nicht da. Tja. Soll ich so eine Socke mit dem Schleimbrühe füllen? Ich glaube nicht, dass dann noch eine Socke versteckt ist. Hier. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni, ab. Doch, die Wasabi-Körner. Was habe ich denn alles? Was kann man verbrennen? Zettel kann man verbrennen, die Mausefalle kann man verbrennen, die Socken kann man verbrennen. Ob ich hier die zweite Socke finde? Was war das? Nervige? Herdplatte! Oh! Ah, okay, Herdplatte. Kalt. Ja, das weiß ich auch, danke. Dann schmeiß mal die Zettel da rein. Die Zettel verbrennen. Keine schlechte Idee, aber ich brauche noch ein. Okay, noch mehr. Schmiedeln. Kann ich mir nicht Ob vorstellen. da wohl irgendwas drin ist, was ich für meine Reise brauche? Wo ist Harvey, wenn ich ihn brauche? Lass uns das Haus anzünden. Ja. Tja. Harvey, ich glaube, Respekt schreibt man mit E. Nein, Respekt schreibt mit Ä. Respekt. Respekt, Levels. Genau. Komm her, Zahnbürste, ich fang Put, dich. put, put, komm. Hab ich dich? Doch, die war doch voll draußen. Es hilft trotzdem nichts. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber es trotzdem. Zahnpaste mit Öl Ich finde ergießen. bestimmt einen besseren Platz. Nee, das habe ich schon gemacht. Was mache ich da? Irgendwas habe ich übersehen. Ja, in der Tat, du hast was übersehen, das stimmt. Einen ganzen Ort. Das habe ich nicht gesagt. Hinter Tonis Hütte. Nein, ich habe noch. Ja, da komme ich nicht hin. Und unten komme ich nämlich auch noch nicht hin. Ist das Maserloch? Kühlschranktür, Spüle, die habe ich beide schon. Mantel habe ich schon. Hütte habe ich schon. Sofa habe ich schon. Ja, da rockt er wieder. Ofen, Topf.
Die Haus, aber seit jetzt ist da. Ja, schon. Kann sein, dass der Typ hier Rufus heißt. Wie kommst du darauf? Ja, da stand doch gerade Rufus Zimmer. Ja, dann ja, da. Ja. Stimmt, wenn das da stand, ja, es ist Rufus. Genau, so Hey heißt. Rufus. Sollten wir im Haaresbreite Nero genannt. Oder Ach hieß er? du hättest früher oder später sowieso noch mitgekriegt, dass er Rufus heißt. Was heißt das? Also auf Fernrohr schon. Hä? Komm, ich bin in einem Haus mit drei Räumen und finde den Weg nicht. Das darf doch Ja. nicht wahr sein. Es beginnt schon super. Ja, geiler Start, weil so eine Zahnpastatube, Zahnbürste mich verhöhnt. Guck, wie sie mich anglotzt. Tja. Das gibt's doch nicht. Wird das schon wieder so ein peinliches Let's Play? Kann schon durchaus sein. Nein, ich will mit Skill hier durchrushen. Ah, warum habe ich das nicht gesehen? Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. War das echt die ganze Zeit da? Ja. Oh mein Gott. Oh, Lorenor. Na gut, ich hoffe, jetzt reicht's auf jeden Fall. Und rein damit. Ah, das gibt's nicht. Ah, das war wieder so Lorenohaftig. Ja, übertreib. Gut, das brennt jetzt. Was packe ich da jetzt rein? Ich könnte Socken kochen. Ich könnte das Waschmittel kochen. Oder das Öl. Ja, genau, das Öl. Ich finde bestimmt einen besseren Platz. Die Trink. Nee, natürlich nicht. Waschmittel, ganz klar. Irgendwas fehlt noch. Wasser oder so? Da kommt aber nur diese Pampe da raus. Boah, was für eine Plörre. Oder Plörre daneben. Moment, er hat doch Und gesagt. weg damit. Ah. Das heißt, jetzt habe ich leer, ganz genau. Moment, er meinte mit Behälter, deswegen Wasabi, nehme ich Och, an. da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Wie der guckt. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ah, Proviant, alles Er klar. ist wohl nicht Sehr schön, zu es geht holen. voran. Reicht ja auch. Okay, der Topf. Ich werde mal hier auf meinen Zettel nachglotzen. Eine Socke brauche ich noch, den Proviant habe ich, die Zahnbürste verarscht mich und den Seitenschneider habe ich. Das heißt, eine Socke. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Wenn du meinst, was habe ich denn sonst noch da? Eine Gabel. Wofür soll die Gabel sein? Das kann ich damit irgendwie einen Topf umrühren? So Noch Löfflersatz? nichts zu gabeln da. Alles muss man selber machen. Deine Moment! Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich die Proviant Ich kochen. mag meine Wasabi roh. Ist so ein Tick von mir. Das hätte jetzt Sinn ergeben, was ich da wollte. Kann ich die Socken Ich kochen? bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ich brauche Wasser. Kriege ich ein Wasser her? Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Die Maus ist schon voll. Was nicht? Naja, also. Okay.
für eine Plörre? Ich meine, du hast es ja noch gar nicht versucht, ne? Toni sagt, ich bin, das ist einfach nur unfair. Dabei warte ich schon seit Wochen. Das wollte ich nicht. Boah, was? Was hast du gemeint, habe ich noch nicht versucht? Ja, wegen Wasser. Ja, aus dem Waschbecken und da aus der Spüle kommt kein Wasser raus. Ich sagte ja, Plörre ist einfach nur so eine Art dreckiges Wasser. Das heißt, ich muss es aufkochen. So nehme ich zumindest an. Das heißt, ich brauche was, wo ich Wasser reinstopfen kann. Mhm. In die Socken. Ja, du hast ja so viele Möglichkeiten, Wasser zu transportieren. Mhm. Das muss noch nicht sauber gemacht, das sage ich. Das hätte ich gesagt, in den Socken, aber... Ich glaube nicht, dass dann noch eine Socke... Hast du schon mal versucht, in Socken Wasser zu füllen? Tatsächlich ja, als Kind. Und wie gut hat das funktioniert? Es war tatsächlich gar nicht mal so schlecht, aber es ist natürlich nicht so gut, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Aber ich habe als Kind so einige dumme Sachen gemacht. Da waren zum Beispiel, ich weiß nicht mehr was, das war so Gummibären und da haben wir Schokolade genommen, die haben wir geschmolzen, haben wir Gummibären reingepackt und dann das mit Wasser befüllt und dann das in den Kühlschrank gepackt. Zum Essen später. Ich weiß, ziemlich ekelhaft, nicht wahr? Ja, kann sein. Ja, wirkt, sagt auch schon. Es läuft doch immer nur Müll. Ja, Müll läuft auch TV, genau. Im TV läuft auch Müll. Ich brauche was, wo ich Wasser reinfüllen kann. Wo könntest du Wasser reinfüllen? Denk doch mal scharf nach. In einen Behälter. Mhm. Wie viele Behälter haben wir hier in diesem Haus? Boah. Behälter, der Topf, aber... Kann ich den wieder wegnehmen? Ah, nee, der ist überhaupt nicht heiß oder so. Ich dachte, den kann ich nicht mehr wegnehmen, weil er heiß ist, aber nee. Toll. Ich bin so blöd. Danke, Rufus. Du bist ein ganz feiner. Das klingt nach einem Hundenamen. So, jetzt kocht es. Jetzt kann ich die Socken reinschmeißen. Gute alte Kau. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Das glaube ich dir. Rein da ist Socke. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Da neben ist das Waschmittel, mein Gott. Hier, schmeiß rein. Blubber, blubber. Das blubbert zu schön. Ich bin zwar kein Experte. Rein damit. So, jetzt die nächste Socke. Jetzt werden wir ein bisschen anfangen zu waschen. Ich bin zwar kein Experte. Ich glaube zwar nicht, dass ich so die Zahnbürste andocken kann, aber... So, und jetzt werden wir es ganz mal gabeln. Und dann werden wir es essen. Holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Nee, wirklich, das war mein erster Einfall. Oh, Sockenpaar. Okay, wir haben Socken, wir haben Vorrat, wir haben den Seitenschneider, es fehlt nur die Zahnbürste. Hast du den Gag verstanden? Weil sie sich verfärbt hat. Warum die andere Socke weg ist? Ja, diese eine Socke, die man immer in der Waschmaschine verliert. Ja, eventuell könnte man es so sehen, aber er hat ja gesagt, klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Weil die eine Socke war gelb, die andere war blau und jetzt hast du eine grüne. Ach so. Komischer Scherz, naja. Kann ich das Teil vielleicht im Sockenpaar einfangen? Komm her.
Niemals. In diesem Müll zwei gleiche Socken zu finden, war schwierig genug. Okay, ich muss das Teil irgendwie fangen. Ja, du hast ja noch so viele Items, die man zum Fangen benutzen kann. Ja, Mausefalle, aber habe ich schon verwendet. Köder wird das wohl nicht. Richtiger Köder, ich bräuchte eine Zahnpastatube. Wer sagt denn, dass das Ding auf Zahnpastatube steht? Das ist eine Zahnbürste. Ja, eine, die sich bewegt. Hat die vielleicht Karies, aber... Was wo ist das Karies? Süßigkeiten. Das heißt, ich brauche was Süßes. Wasabi nicht. Wasabi ist erstmal ein Reiseproviant. Gut, vielleicht kann ich ein bisschen davon... ein bisschen was davon kann ich entbehren. Hier, guck mal. Lecker Essen. Put, 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 komm zu Papa. Hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Oh, ja, genau. Aber immerhin habe ich jetzt alles. Offensichtlich. Spiel denkt um drei Ecken. Ja, da ist der richtige Spieler jetzt da. Hallo, du sollst den Kopf wieder aufmachen. So. Dann haben wir einmal die Zahnbürste rein damit. Zahnbürste, check. Die natürlich zuerst, damit sie nicht mehr abhauen kann. Socken, check. Proviant, check. Das Beste und Nützlichste. Seitenschneider, warum auch immer, check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Das. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Sag jetzt nicht den Seitenschneider. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt das, passt es. Weil es das Nützlichste ist. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Mhm. Den nehme ich mit. Nee, guck ihn zuerst an, guck ihn zuerst an, guck ihn zuerst an. Kannst du auch mit dem Tarn noch angucken. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Weil es auch ein nützliches Gerät ist. Das wird ein spektakulärer Abgang. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe so viel Verstand, um zu wissen, dass ein Seitenschneider durchaus nützlich sein kann bei so einer Reise. Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. In Tonys Haus. Kapseltür. Point-and-Click-Adventure sind schon was Schönes. Ja. Es gibt da noch eins, das heißt The Whispered World, das werde ich mir auch noch zur Brust nehmen. Das wird ein spektakulärer Abgang.
Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Diesmal kann gar nichts schief gehen. Oh, ich wette, es wird alles schief gehen. So, und wohin geht's? Ja, da rein. Wie, da ist kein Platz? Das ist eine Kapsel. Ja, also, rein damit. Da ist kein Platz. Wie kein Platz? Vielleicht im Inventar. Nee, geht nicht. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Sagt er doch da rein, oder doch nicht? Hm. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Nicht mehr lange. Hm. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. So, weg damit. Du kommst jetzt mit. Da ist kein Platz. Wie, da ist kein Platz? Da ist kein Platz. So, Schiene. Hammer, der sitzt dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Da ist kein Platz. Ich kann doch auf dem Koffer sitzen, oder nicht? So, ich habe den Sitz noch dabei. Der ist jetzt wohl überflüssig. Ja, also, Die Frage ist, ob ich wieder ins Haus zurück muss und irgendwas suchen. Wer weiß. Müsst ihr vielleicht noch rausfinden. Ich lass mal zu. Aber. Geht nicht. Ja, egal. Ich geh mal zurück. Du hast hier noch ein paar Optionen, die du noch nicht ausprobiert hast, ne? Ich habe ja jetzt den Sitz. Vielleicht kann ich damit jetzt richtig krasses Zeug anstellen. Zum Beispiel ihn ins Waschbecken zu stopfen. Nein, ich habe hier lange genug festgesessen. Aha, Wortwitz. Aha. Deponia spielt sehr viel mit Wortwitzen. Hat ja Edna bricht daraus auch, oder? Ja, klar. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. So. Das muss schon geschossen werden, wenn ich hier abhaue. Ah, vielleicht hier längst. Ich war hinter der Tür und jetzt kann ich vor die Tür, nehme ich an. Ah, ein Bauarbeiter und ein Kaktus. Die Chilischote. Ja, damit. Heiß. Ja, das ist ein schlechter Scherz, oder? Offensichtlich. Warum kannst du keine Chilischote anfassen? Briefkasten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ist das so ein Schraubenzieher gut sein kann? Ja, nimm es mit, was zum? Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Ah, sattelförmig. Ich verstehe schon. Hallo, Hanek. Hi. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ja, ich auch. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es.
Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Sehe ich auch nicht. Das klingt schon so kompliziert. Irgendwie passt mein Koffer nicht mehr in die Kapsel. Hast du etwa vergessen, ein Staufach einzubauen? Ich sehe schon. Dein Plan ist wasserdicht. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Okay. Ich glaube, der hat nicht sonderlich viel Vertrauen in meine Fähigkeiten. Woran das bloß liegen mag. So, ich werde jetzt, weil das kann richtig krass den Briefkasten hier als Sitz missbrauchen. Sehr schön. Da ist kein Platz. Warum hast du den Sattel dann runtergemacht? Der Briefkasten nimmt doch viel mehr Platz weg. Tja, die Antwort dazu würde im Auge des Betrachters liegen. Bestimmt seit Montag. Jetzt muss ich den Koffer nur noch in was heißen soll, guck dich doch mal um. Was? Wegen der Kapsel oder? Ja, bei der Kapsel. Erstmal Tür hier zu machen, so geht nicht zu. Ah! Das Staufach ist zu. Dann mach es auf. Rein da. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Oh mein Gott, dann... So, und nun? Na, geht doch. Und was ist mit der Batterie? Da rein. Das war eigentlich nur ein Scherz, aber egal. Der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Das ist doch jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Guck dir an, wie das aussieht. Ich glaube. Hallo, ich gucke in die Kamera. Ich will jedes Mal, wenn du hart beendest, in die Kamera guckst. So. Das war Deponia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Seht euch. Ciao.